Sehr geehrter Herr Meuthen, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer fulminanten Rede und dem großen Applaus, den Sie dafür bekommen haben. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der bisherigen Entwicklung des Parteitages? Insgesamt zufrieden. Ich hätte allein begrüßt, dass wir uns um das Spitzenteam heute schon bemüht hätten. Jetzt hoffe ich, dass das morgen in trockene Tücher kommt, weil ich das in der Tat für elementar wichtig halte. Und zwar deswegen, weil natürlich die Inhalte im Vordergrund stehen und das Wahlprogramm im Vordergrund steht. Aber die Menschen wollen wissen, wer ist das denn? Wer steht denn dafür? Und darum brauchen wir gute Gesichter. Also das müssen wir noch schaffen auf diesem Parteitag und dann werde ich sehr zufrieden sein. Ansonsten habe ich den Eindruck, ist das auf einem guten Weg hier. Ja. Sie haben selbst gesagt, dass Sie etwas bedauern, sozusagen nicht antreten können zur Bundestagswahl, weil Sie im Wort standen. Ja. Welche Rolle sehen Sie im Wahlkampf zur Bundestagswahl ganz speziell für Sie persönlich? Ich habe das von Beginn an gesagt und das läuft ja auch bereits, dass ich halt als in meiner Funktion als Bundesvorsitzender durchs Land reise, wo man mich hören möchte. Die Termine werden über mein Büro gemacht und ich werde dann eben mit den einschlägigen Kandidaten in den jeweiligen Landesverbänden, vielleicht auch mit den Direktkandidaten im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten, die man hat, das wird schon sehr fordernd sein, meine Unterstützung geben. Ich bin ja nun inzwischen schon recht bekanntes Gesicht der Partei und kann da, denke ich, hilfreich sein in den einzelnen Wahlkreisen und Landesverbänden als Wahlkämpfer. Also mich in den Dienst der Partei stellen und dafür sorgen, dass wir da gemeinsam was wuppen. Ja. Richtung Spitzenteam. Haben Sie selber schon bestimmte Personen im Kopf, die Sie favorisieren würden oder sind Sie da ganz offen? Also ich habe dazu ziemlich lange geschwiegen, habe nur den Namen Gauland gesagt. Der ist für mich absolut gesetzt. Das war übrigens Petri für mich auch gesetzt. Aber Frau Petri hat ja einen Rückzug gemacht. Ja. Wäre für mich Gauland, Petri waren für mich die beiden gesetzten Gesichter eines Kandidatenteams. Muss man respektieren, wenn Frau Petri das nicht möchte. Bleibt also von diesen beiden Gauland und ich, mittlerweile sage ich das, weil wir hier auch Gespräche geführt haben, ich würde es sehr begrüßen, auch aus inhaltlichen Gründen, weil wir die verschiedenen Bereiche unseres Programms abdecken müssen, wenn Frau von Storch und Frau Weidel diesem Team auch angehörten. Also das wäre für mich eine Lösung, die ich für sehr sinnvoll hielte. Dann hätten wir drei wirklich höchst respektable, hochkompetente Persönlichkeiten, die unterschiedliche Bereiche unserer Programmatik abdecken. So würde ich mir das vorstellen. Aber recht herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Vielen herzlichen Dank. Wunderbar, alles Gute.